Willkommen in meinem Kunstatelier. Für die heutige Episode habe ich euch mein Bild Frühlingsfreude aus meiner aktuellen Ausstellung geholt. Viele weitere Informationen über mich und mein Kunstschaffen findet ihr auch auf meiner Webseite manuello.art. Das Bild Frühlingsfreude ist mein 325. Bild und ich habe es im Jahr 2011 gemalt. Das heißt, es feiert wie mein Kunstatelier seinen 10. Geburtstag. Beim Bild Frühlingsfreude habe ich mit Acryl auf Holz gearbeitet und dabei schon schöne, farbenfrohe, energiereiche Acrylfarben verwendet. Wenn das Bild nimmt, umgekehrt sieht man auch gut, dass ich es auf Aluminiumaufhängungen montiert habe, um es gut aufhängen zu können. Es sind ziemlich stabil. Die Aufhängung muss auch stabil sein, denn die Bilder auf Holzplatten haben alle schnell ein paar Kilogramm Gewicht. Das Bild Frühlingsfreude sagt, wie es der Titel schon sagt, drückt das Frühlingsgefühl aus, Wärme, Energie, die einen durchströmt. Und so habe ich auch mit dem Farbgelb und Orange gerne gearbeitet. Und wenn man es anschaut, durchströmen einen die Farben und die Energie selbst. Wenn man das Bild Frühlingsfreude mit meinem Bild Frühlingsgefühle 2 vergleicht, das ich in der Episode 23 vorgestellt habe, sieht man, obwohl sie das gleiche Thema behandeln, sind sie komplett verschieden. Auch die Farben Gelb und Orange dominieren in beiden Bildern. Hier sieht man auch gut jetzt den Unterschied von einem Bild, das auf Holz und das auf Leinwand gemalt ist. Spannend bei den beiden Bildern ist auch, dass ich beide nicht im Frühling gemalt habe. Das Bild Frühlingsgefühle 2 habe ich im Dezember 2013 gemalt und das Bild Frühlingsfreude habe ich im Januar 2011 gemalt. Das heißt sogar noch ein bisschen vor meiner Gründung meinem Kunstatelier, weil ich es im März 2011 gegründet habe. Und man sieht so auch, dass Frühlingsgefühle nicht von der Jahreszeit abhängen, wenn sie zu jeder Zeit haben kann. Wenn ihr jetzt das Bild kaufen möchtet, dann findet ihr, all die Energie und Freude, die es ausdrückt, will ich jeden Tag in meinem Wohnzimmer sehen. Ihr könnt es gerne über meine Webseite bestellen. Der Link zum Bild wird nachher unten in den Bemerkungen vermerkt sein. Alternativ könnt ihr auch einfach auf manuello.art gehen und zum Beispiel in der Suchfunktion die Bildnummer, das Bild Frühlingsfreude ist das Bild Nummer 325, eingeben und nach einem Bild suchen. Neben diesen hat es natürlich auch ganz viele andere schöne Bilder auf meiner Webseite. Und wenn man das Bild durch ansieht, sieht man auch gut, dass der Rand schön sauber schwarz abgeschlossen ist. Habt ihr Fragen zu meinem Kunstschaffen, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen oder mich direkt über meine Webseite manuello.art kontaktieren. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Frühling und bis bald in meinem Kunstatelier. Thank you.